Hallo, Doktor. Doktor. Ja. Wo ist denn der Feuerwehrmann? Keine Ahnung. Herr Feuerwehrmann, was machen Sie da? Er hat eine große Menge Blut verloren. Darf ich schon anfangen mitnehmen? Herr Feuerwehrmann? Ja. Haben Sie auch einen großen Schlauch dabei? Ich habe nicht nur einen großen, auch einen dicken. Ich zeig Ihnen mal einen Moment. Ich nehme jetzt einfach das Auto und fahre nach vorne. Der wird sich wundern. Der denkt sich so, hä, was macht der da? Herr Feuerwehrmann, der Mann braucht Wasser. Der Patient braucht Wasser! Der Patient braucht Wasser! Ist alles gut? Bist du bescheuert oder was? Entschuldigung, der Patient, der braucht Wasser. Sag mal, was ist denn deine Mission, sage mal? Na, der Patient braucht Wasser, dem geht's nicht gut. Der ist kollabiert. Der braucht kein Wasser, du bringst den Schlauch zurück. Was gehst du einfach an das Fahrzeug ran? Entschuldigung. Da ist zu viel Druck auf meinem Schlauch. Ich hab ordentlich Druck heute. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Alter? Na, ich bin der neue Praktikant. Sehen Sie meine Hose nicht? Nee, du sollst den Schlauch zurückpacken. Ich bringe ihn zurück. Was gibt's denn noch für Geräte, die ich holen könnte? Was haben wir denn hier? Oh. Ich kann helfen. Ich werde ein bisschen absichern. Hä? Ja, ich bin am Absichern. Lassen Sie meine Pylonen stehen. Sag mal, hier fährt doch kein Verkehr. Hier ist doch kein Verkehr, Mensch. Ich hole einfach meinen Schlauch wieder. Ich mag den Schlauch. Ich glaube, den werde ich heute öfter benutzen. Was macht der Feuerwehrmann da überhaupt? Der ist doch kein Mediziner. Ich bin ausgebildeter Rettungssanitäter. Ach so. Oh! Oh, was ist das? Das ist sehr viel lauter. Wollen Sie den wirklich mit Wasser benutzen? Er hat wieder Puls. Er lebt. Mein Wasser hat geholfen. Ich nehme den jetzt mit, ja? Nein. Ich nehme den mit. Der Herr? Au. Hallo? Ja? Können Sie mal bitte auf jetzt? Das ist mein Kollege. Ich bring den jetzt nach Hause. Wir wollen Ihr Menschenleben retten. Na, machen Sie doch. Unfall oder was? Auf den Boden? Warum hast du Panik gedrückt? Warum? Siehst du das nicht? Was denn? Achso, du kippst ja die ganze Zeit um. Warum ist die Wasseranimation weg? Ach, da ist sie ja wieder. Wunderbar. Einsatz! Einsatz! Es brennt! Es brennt! Achtung! Es brennt! Es brennt! Es brennt! Feuer! Ey, ich spritz mich noch mehr an. Natürlich. Oh, ich spritze alles voll hier drin. Achtung, ich werde geschlagen. Hilfe! Hören Sie auf, mich zu schlagen. Damit kann man wunderschöne, tödliche Wunden machen. Och, Junge. Er will aber auch, ne? Um Gottes Willen, da schießt jemand draußen. Echt? Warte. Ein paar Sekunden später. Der Arzt, der hat ihn umgeschossen, der hat auch eine Waffe dabei. Komm mal zur Seite, bitte. Wann bringen Sie den Dienst? Eine Schusswaffe, die... Eine wunderschöne. Der Herr hat ihn umgeschossen einfach mit seiner Pistole. Ja, können Sie sagen, dass er verschwindet? Ja, ist okay, kein Problem, ich verschwinde. Ich verschwinde liebend gerne. Nee, da vorne ist doch ein Parkplatz. Steigen Sie mal bitte... Hält er sich da wirklich an die rote Ampel? Ja. Das ist ein NPC-Auto vor ihm, ne? Ich fass es nicht. Er mag es realistisch, glaube ich. Soll ich mal Würfelpacks und Brand machen? Weil der fährt ja locker hier vorbei. Da, der steht noch an der roten Ampel. Das ist noch perfekt. Oh Gott, es brennt! Feuer! Feuer! Na komm, beiß an! Beiß an! Beiß an! Na los! Helfen Sie! Helfen Sie mir! Der hilft mir nicht, ne? Warum hilft er mir nicht? Der sitzt da an seinem Fahrzeug und macht nichts. Dann bleibe ich jetzt auch einfach sitzen. Wenn der sitzen bleibt, bleibe ich auch sitzen. Aha, ah, jetzt rennt er. Okay, okay, Feuer, Feuer, Feuer. Ich muss mir noch schnell eine Gasmaske anziehen. Wie ging das? Gasmaske, Arbeitsmenü, Feuerwehr, Gasmaske. Ah, wunderbar. Achtung, Achtung, es brennt. Vorsicht. Ach Mann, Alter, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Junge? Hello there. Mann, Alter, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Passen Sie auf. Achtung! Oh. Vorsicht, Herr Feuerwehrmann! Oh! Ja, ich hab hier wieder Probleme mit den mit so einem Feuerwehrmann, der nicht bei uns irgendwie Feuerwehrmann ist. Ich bin Feuerwehrmann. Wie heißen Sie denn? Helmut. Das ist ein Helmut ist hier. Machen Sie das Feuer aus, helfen Sie mir doch. Halten Sie den Schlauch fest. Der ruft die Polizei. Der ruft die Polizei schon wieder. Wo wir vorhin telefoniert hatten. Mit wem telefonieren Sie da? Ich telefoniere gerade mit der Leitstelle, danke. Ach so. Ist auch mit dem Halef. Mit dem Halef? Wer ist der Halef? Ich kenne keinen Halef. Er mag den Wasser, er mag den Schlauchmarker. Ich glaube, der hat schon... Wie bitte? Ich hab's nicht verstanden. Oh.
Geröstet. Achtung! Achtung, Feuer! Alter, Junge! Feuer, Feuer! Holen Sie schnell den Schlauch! Helfen Sie mir! Ich weiß, dass ich heiß bin, aber so heiß wie das... Brandlöschung! Brandbekämpfung! Junge! Wo liegt denn das Problem? Ja, aber warum spritzt du mich voll? Warum spritzt du mich voll? Du hast zuerst gespritzt. Mach doch mal das Feuer aus. Guck mal, das breitet sich aus. Wo brennt das denn? Bei der Bank? Da brennt nicht mehr. Doch, das brennt. Ich seh's doch. Ich wünsch dir dort, da. Also ich sehe hier ganz klar noch Feuer, aber wenn er kein Feuer sieht, dann... Später. Oh. Einsatzalarm. F1, Feuer 1, Postleitzahl 4016, es rücken aus, FLRHS1, LF101. Bin ich das? Bin ich das? Ah, ich muss auch rein. Machen Sie Platz. Moin, Kollegen. Wer sind Sie denn? Wie sieht der aus? Ich glaube, Sie haben irgendwie die falsche Kleidung an. Da ist eine Umkleide, also da die Tür immer nehmen. Ich glaube, ich sehe ziemlich genauso aus, wie ich aussehen sollte. Langweilige Leute. Ich brauche kein Wasser, bring den Schlauch zurück. Ui, 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 ui. Sind Sie eigentlich dumm? Wo fährt er hin? Hä? Wo fahren wir hin? Alkohol und Autofahren. Sie können ja wirklich nicht fahren. Wie bitte? Was haben Sie für ein Problem? Ich verstehe nichts. Machen Sie die Sirene aus. Lernen Sie Autofahren. Yo, yo, yo. Sie haben Reh überfahren. Mama, ich muss zum Einsatz. Sie haben ein Reh überfahren. Alter, Mann. Ich will nicht kuscheln! Was soll denn da rauskommen mit einer Halef und Elef, wenn die miteinander kuscheln? Was soll denn da rauskommen? Was zur Hölle ist Halef? Das, was die gerade fahren, das Fahrzeug. Ja, das ist ein Feuerwehrauto, kein Halef. Nennt man, aber das ist ein Halef. Ja, ein Feuerwehrauto halt. Ja, Feuerwehrauto ist richtig. Da steht ja auch Feuerwehr auch drauf, ne? Sie haben gerade ein Reh überfahren. Ich muss jetzt aber weiter zum Einsatz. Ich glaube, da muss ich ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Tu doch kurz laut. Sie können doch nicht so weiterfahren. Ich glaube, ich fahre ihm einfach mal nach. Guck mal, der kann nicht fahren. Ich muss nicht mal was machen. Sag mal, können Sie überhaupt fahren? Oh. LF verunglückt. LF verunglückt. HLF verunglückt. Das ist ein LF. LF verunglückt. Der LF ist verunglückt. Der kann leider nicht fahren. Rufen Sie mal einen Krankenwagen, bitte. Jo, kein Problem. Florian Rheinstadt von LF10 kommen. Ich kann den Einsatz nicht anfahren, bin verunfallt. Kommen. Er ist übrigens verunfallt aus eigener Schuld. Können Sie meine Position ausmachen? Nee, ich rufe selber einen ADAC. Kommen. Ja, mach einfach alles selber. Warum auch nicht? Ja, wie gesagt, mein LF liegt auf der Seite. Ach du Scheiße. Ich komm nicht, kann nicht mal aussteigen. Wie haben Sie das denn auch hingekriegt? Können Sie mich verstehen? Ja, ich verstehe Sie. Wie haben Sie das gemacht? Gehen Sie mal bitte an den Kofferraum und holen Sie mal bitte die Schere. Dann schneiden Sie mal die Türen auf. Selbstverständlich. Sie sollen an den Kofferraum gehen, an den HLF. Selbstverständlich, ich hol Sie da raus. Ich hol Sie da raus, Kollege. Ja, das Fahrzeug ist ja schön, dass das Fahrzeug... Können Sie krabbeln? Kann nicht mal aussteigen. Ich mach das, kein Problem. Was ist ein Problem, dass ich hier nicht aussteigen kann? Können Sie jetzt da rauskommen? Ich kann nicht aussteigen. Dein großer Fan von Waterboarding. Jetzt! Ich kann nicht aussteigen. Wie oft denn noch? Ja, ich kann nichts dafür, dass Sie zu blöd sind. Haben Sie die Lehrgänge nicht besucht? Ich hab die Lehrgänge besucht. Ja, scheinbar nicht. Na, haben Sie die Lehrgänge besucht? Selbstverständlich, ich bin der Gruppenführer. Ich bin der Zugführer. Tut, tut! Sie führen heute gar nichts mehr an. Es kommt dein ADAC, der wird mich dann wieder aufstellen, hoffentlich. Ja, aber Sie fahren nicht weiter. Das ist ein langer Krankenhausaufenthalt. Ja, für das Auto. Ja, für Sie. Sie müssen ins Krankenhaus. Sie haben sich dreimal überschlagen, 5 Verkehrsunfälle verursacht, ein Reh überfahren. Und jetzt liegen Sie auf der Seite und Ihr Auto brennt. Was für Sie fahren geht weiter? Sie gehen ins Krankenhaus. Geht in das Reh? Sind Sie leise? Bleiben Sie jetzt da liegen. Ich würde gerne aussteigen wollen. Es ist langsam unbequem hier. Dann steigen Sie einfach aus. Das geht nicht. Wenn ich Ihnen erkläre, dass ich hier nicht aussteigen kann. Oh Gott. Vielleicht sollten Sie lieber woanders arbeiten. Meinen Sie? Ja, der Kollege, der kann nicht fahren. Der hat 5 Verkehrsunfälle verursacht und jetzt liegt er auf der Seite. Wer sind Sie überhaupt? Ja, ich bin der Gruppenführer. Wer hat die Ausbildung Ihnen gegeben? Ich bin der Gruppenführer. Und der Name ist? Sie müssen nicht wissen, wie mein Name ist. Steht hinten drauf. Ich bin Gruppenführer. Ja, und ich wäre dafür, wir kündigen Sie. Nein, das können Sie nicht machen. Sie können nicht den Gruppenführer mitten im Einsatz kündigen. Naja, auf jeden Fall habe ich die Stelle schon abgesperrt und abgesichert. Der Kollege, dem geht's auch gut. Noch geht's mir gut. Ich bin, wie gesagt, dafür, dass wir das Ganze wieder abblasen. Also ich kann das Problem hier nicht abblasen. Wenn Sie den HLF da auf Seite drehen können, sind Sie bitte mal kurz leise da drin, du Pappnase. Wo haben Sie das Fahrzeug her und wieso sind Sie überhaupt hier? Ja, weil ich einen Einsatz einfahren wollte und dann habe ich gesehen, dass der Kollege nicht fahren kann und 5 Autounfälle verursacht. Und jetzt liegt er hier. Auswärts, über deine Maschi-Ausbildung reden wir nochmal. Ich glaube, Sie haben mich da in der Situation, die ich jetzt gerade bin, gebracht. Ja, ich bin hier der Erste am Unfallort gewesen und ich finde, ich mache meinen Job ganz gut. Er nicht. Ja, er nicht. Ich will einfach hier raus. Kommen Sie raus, klettern Sie einfach. Ja, würde ich ja gern. Geht's Ihnen soweit gut? Können Sie den aufladen? Da ist noch ein Kollege drin, oder? Ja, dann müssen Sie trotzdem aufladen. Ah, okay. Na dann. So, Sie werden jetzt abgeschleppt. Wir reden gleich noch. Auswärts, wegpacken.
Hauswirt, pack jetzt dein Schlauchwerk, ey. Und sie geben Ruhe. Wer hat den eigentlich eingestellt? Das ist ein richtiger Versager. Guck mal, der Versager bist du doch. Du kannst nicht mal einen HLF und einen LF unterscheiden. Können Sie einmal kurz das HLF hier wegfahren? Du kannst nicht mal einen Feuerwehrschlauch benutzen. Guck dich mal an. Ja. Guck dich doch mal an. Ich bin der Gruppenführer. Ich glaube, du bist ein Elektriker. Kann das sein? Nee, ich glaube, du bist Maurer. Kann das sein? Er war mal Maurer, ja. Und sie zieht jetzt mal die Weste aus. Und das bisschen ZZ. Wieso? Ich bin der Gruppenführer. Ich darf die Weste tragen. Wir haben die Ausbildung nicht, also... Selbstverständlich. Also einmal ausziehen damit, bitte. Nein. Ja, ich diskutiere auch nicht weiter mit ihm. Ich bin der... Nö. Sind Sie mal ruhig. Ich bin der Gruppenführer, ja. Es wird gemacht, was ich sage. Ja, die wissen schon, wenn der Zugführer da ist, dann... sieht schlecht aus für sie. Warum? Steht der Zugführer etwa über den Gruppenführer? Leider Gottes ja. Aber am Ende verdiente er doch nicht genug. Langsam, aber sicher verloren wir alles. Ich bin jetzt Zugführer. Kommen Sie bitte mal mit. Der Zugführer möchte mit Ihnen reden. Westeros und zwar ZZ. Nee, ich bin der Zugführer. Ja, aber der Zugführer, wir wissen schon, es wird gemacht, was ich sage. Ich bin der Zugführer. Und Sie sind jetzt still. Sie ziehen die Weste jetzt aus. Hauswirt, soll ich die schnelle Lösung nehmen? Ich verhau dich gleich, wenn du nicht aufhörst. Kann ich einen von euch mitnehmen? Dann selber. Wir sehen uns an der Wache und das jetzt... satt. Selbstverständlich. Dann mach die Jalousien runter. Alles klar, ich fahr dann mal zur Dienststelle. Ist mir zu blöd. Die fahren mir doch jetzt nicht nach, oder? Fahren Sie vor. Die fahren. Die sind vor uns, also fahren sie auch. Nee, ich fahr nicht. Na gut, wenn ich fahren soll, dann fahr ich halt, ne? Alles klar, das kriegen wir hin. Oh, ich glaube, da kam ich nicht drüber. Ah, verdammt nochmal. Hallo. Was haben Sie jetzt schon wieder angestellt? Na, ich wollte eigentlich zur Dienststelle fahren, aber irgendwie bin ich verunfallt. Wo wollten Sie denn schon wieder lang? Eigentlich nur über den Highway. Ich nehme einfach Ihr Fahrzeug. Moinchen. Ich fahre jetzt zur Dienststelle, wir sehen uns da. Nein, du bleibst jetzt stehen. Wir fahren zusammen zur Dienststelle. Du bleibst jetzt stehen. Sie haben gesagt zur Dienststelle, ich fahre da jetzt hin. Ja, mit Ihrem Fahrzeug. Ich diskutiere da nicht weiter rum, ich bin der Zugführer. Der Zugführer muss Ihnen keine Antwort geben, ja? Ja, bitte? War jetzt aber nicht gesund für das Auto. Ich bin der Zugführer, ich kann das. Willst du nicht lieber Straßenbahn fahren gehen? Wo zum Teufel wollen Sie hin? Ich sag doch, ich bin der Zugführer. Der Intercity Express ist einer der schnellsten Züge der Welt, bis er mit 200 Kilometern die Stunde entgleist und verunglückt. Wir sind ein bisschen verunfallt. Das ist schon das zweite Auto, was wir kaputt gefahren haben. Wir einigen uns darauf, dass Sie gefahren sind. Natürlich nicht. Sie sind gefahren. Sie haben mich überwältigt und das Auto gestohlen. Schieben wir einfach. Na los, schieben. Ja, weil ich schieben. Hier, schieben. Ganz anderes Problem. Schieben. Schieben. Na los, schieben Sie. Schieben Sie doch. Ich bin stärker. Offensichtlich bin ich stärker. Aua! Wir sind hier auf der Autobahn, da kann ich Auto fahren. Sie sind gefahren. Ja, wir sind auf der Autobahn 95-50. Ich guck mal gerade, ob hier Pfefferspray ist im Fahrzeug. Haben wir... Tatsächlich. Lassen Sie sofort die Finger vom Fahrzeug. Hallo? Der hat mir Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Kommst du bitte auf die... das Werk ist vollbracht. War ich wieder gut. Wie können Sie denn noch funken? Hallo, das tut doch weh. Seh nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob hier vielleicht noch so eine Reparaturkasten ist im Kofferraum. 9550. Können Sie noch was sehen? Negativ. Ich habe nichts verlernt, trotz der vielen Jahre. 9550. Der versucht durchzugeben, wo er steht. auf zur Zentrale. Also ich finde, ich bin ein ausgezeichneter Feuerwehrmann. Späte. Genau den da. Servus. Ja, genau den da. Wo haben sie Hauswirt gelassen? Wie bitte? Wo Hauswirt ist? Wen? Ja, der Kollege dabei war. Bei mir war keiner, ich bin alleine gefahren. Ja, der war die ganze Zeit da. Hier war keiner, ich bin alleine gefahren. Ja, mitkommen. Mitkommen. Wir wollen nicht unbedingt in der Halle reden. Kommen Sie jetzt. Heute noch, wenn's geht. Brauchen Sie eine extra Einladung oder was? Hallo? Einsatzalarm. Oh! R1. So ein Pech! Reanimation. Einsatz! Einsatz! Wir müssen sofort zum Einsatz! Einsatzalarm! Ja, da fährt schon wer hin. Ich komm danach. Die kommen jetzt. Ich komm danach. Die kommen jetzt. Welch ein Glück. Ach, wer ist denn da? Ist der jetzt gelaufen? Hallo, Herr Kollege. Wir sollen zur Wache fahren. Kann man sie mitnehmen? Ja, zur Wache. Ja, nee, es ist ein Einsatz. Da müssen wir gerade hin. Und wo ist das sein? Reanimierungseinsatz. Da müssen wir gerade hin. Dürfen Sie sowas überhaupt machen? Mensch, sind Sie doch einfach mal leise. Ein paar Sekunden. Da ist er. Genau da liegt er. Wo? Einmal bitte absperren, ja? Wo liegt denn hier eine Person? Holen Sie die Pylonen. Zurück zur Einsatzstelle. Ah, wunderbar.
Könnten Sie sich vielleicht an den richtigen Stellplatz stellen? Das ist doch mein Stellplatz. Da ist nicht der richtige Stellplatz für Ihr Fahrzeug. Papelapap, ich bin der Zugführer. Ich darf stehen, wo ich will. Oh nein. Ja, hab ich so mit. Wie kommt der denn hier hin? Einsatzalarm. Einsatz! F1. Einsatz! Feuer. Einsatz! Postzahl. Einsatz! Brennt ihr der Helm oder was? Einsatz! Einsatz! Halt. Einsteigen, Kollege! Einsteigen, Kollege! Einsatz! Herr Kollege, steigen Sie ein! Sie bleiben erstmal hier, bis der Chef da ist. Steigen Sie ein, wir haben einen Einsatz. Es geht um Menschenleben. Ja, ich habe aber Angst, mit Ihnen einzusteigen. Fahrschalt ohne ihn. Mir doch egal. Nach Hause. Chef, ich muss kurz wirklich Einsatz. Es geht um Menschenleben. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ah. Ein kleiner Buschbrand, okay. Ach, ich mach den mal größer, ne? Jo. Willst du den größer machen? Ja, ja, klar. Wunderbar. Ich warte eh auf die Kollegen. Alleine wäre das ja schlimm für den Zugführer. Der Zugführer geht doch nicht alleine, hä? Der wartet auf die Kollegen. Mehr Feuer. Größer. Mehr. Viel mehr. Das ist noch zu klein. Das muss ja ein Buschfeuer werden. Ein richtiger Buschbrand. Es ist trocken hier. Junge, hier brennt einfach alles weg. Guck mal, diese Rauchwolke. So ein Feuerball, Junge. Oh, da kommen sie ja schon. Ja, um Gottes Willen, das ist der größte Brand, den ich je gesehen habe. Rote Flächenbrand. Alarmstufung auf Brand 4 wahrscheinlich. Nötige mehrere kräftige vor Ort. Ich hab den Schlauch schon. Halten Sie mit mir fest. Philipp, bitte helf mir. Ziehen Sie am besten Ihre Gasmaske an. Ist das nicht da unten der Wassertank unten links? Ja, mein Einsatz ist hiermit beendet. Ich muss gerade wegfahren. Mein Einsatz ist beendet. Fahren jetzt den Lochenzo hin. Ich muss gerade ein Stückchen fahren, sorry. Nee, Sie bleiben hier. Ach, Sie haben mir sogar mein Auto kaputt gemacht. Toll. Freundchen, ich würde dir empfehlen, da zu bleiben. Wir reden jetzt mal. Ich sehe nicht, wo hier ein Problem sein könnte. Das Problem sind Sie. Das Problem ist das, was Sie jetzt kündigen müssen. Warum denn kündigen? Weil Sie durch irgendeine Bewerbungsphase gekommen sind, die nicht akzeptabel ist. Ich bin der Zugführer. Sie können mich nicht kündigen. Sehen Sie, was da steht? Darf ich von Ihnen einmal einen Dienstausweis sehen? Selbstverständlich. Kommen Sie mit. Der ist im Auto. Ja, Sie zeigen mir den jetzt hier, bitte. Der ist hier in dem HLF drin, der abgeschlossen ist. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht einen Schlüssel finde dafür. Nicht existentes Feuerwehr ist hier mit dem Zugführer unterwegs und der ist durch irgendeine Bewerbungsphase gekommen, die nicht existiert. Ich bin der existente Zugführer. Sie sind jetzt ruhig. Wir müssen hier Feuer löschen. Sind Sie ruhig jetzt? Ja, ja, Entschuldigung. Machen. Entschuldigung. Ist jetzt gut. Lassen gut. Sie mich bitte runter. Ach, da ist die Polder schon. Können wir da mal hingehen? Ja, genau, da wollte ich hin. Komm mit. So, Sie sind jetzt auf jeden Fall. Lassen wir die Bewerbungsphase. Nee. Wohl, wir haben für euch Arbeit. Lassen Sie mich runter. Geschenk für dich. Problem. Der hat gedacht, er arbeitet bei uns. Es ist kein Kollege. Zu uns gekommen, wo wir nicht wissen, wie. Irgendeine Bewerbungsphase, die nicht existiert und keine Ahnung. So, reicht jetzt. Lassen Sie mich. Schließt eure Karre zu. Schließt die Karre zu. Ihr seht ihn nie wieder. Ey! Oh, Junge, was ist das denn jetzt? Jetzt ging die Bremse nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Fahren Sie! Fahren Sie! Fahren Sie einfach! Verdammt nochmal! Fahren hier nirgends rüber! Fahren Sie! Geben Sie Vollgas! Ja, kann ich nicht! Hinter mir steht ein Auto! Ich halte eine Waffe an Ihren Kopf! Fahren Sie jetzt! Sie fahren hier nirgendwo hin! Ja, ich fahr! Fahren Sie! Ich fahr! Vollgas! Ich fahr! Vollgas! Ja, bin dabei! Das hier ist eine Geiselnahme! Wo müssen Sie denn hin? Wo soll ich denn hinfahren? Zum Flughafen. Flughafen, okay. Der schnellste Weg? Der schnellste Weg zum Flughafen. Da steht nämlich mein Privatjet. Mein Fluchtjet mit meinem Fluchtmann, der steht da. Okay, kriegen wir hin, der Herr. Ich verstehe halt nicht, warum die Feuerwehr uns verfolgt, obwohl die Polizei das eigentlich machen müsste. Aufs Flugfeld oder? Ja, ja, aufs Feld. Okay. Die können mich nicht kündigen, wenn die mich nicht erwischen. Beeilung. Ja, das Tor muss sich nur öffnen. Weiter, auf die Rollbahn. Auf die Rollbahn, okay. Dort wartet mein Propellerflugzeug mit meinem Privatpiloten. Irgendwo hier auf dieser Rollbahn. Wir suchen. Oh Gott. Das ist die Ah, ja. Halten Sie den Bus an. Es geht nicht. Fahren Sie einfach weiter. Bin dabei. Wir können das doch sicher anders klären, oder? Hallo? Hallo, wo ist denn mein Fluchtflugzeug? Das sollte hier sein. Wo ist es? Ich weiß es nicht, wo es ist. Hier hinten geht's auch noch weiter. Wir können doch hier gucken, aber ich glaube, der Bus, der macht das nicht mehr lange mit. Da vorne ist ein Flugzeug. Das ist es. Wo ist das Flugzeug denn hin? Sie müssen neben dran fahren. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie, nein. Um Gottes Willen. Ey! Ey! Der fährt mich um! Sie können mich nicht anfahren! Lassen Sie das! Stopp! Pilot! Ich werde angefahren! Pilot, schnell! Vollgas, Pilot! Fliegen Sie! Entschuldigung, wir müssen weg! Rettung in letzter Sekunde, als hätten wir das geplant. Hast du wirklich... Ey! Pilot! Oh! Ach, alles gut, alles gut. Pilot? Pilot? Ja.
Das ist mein erster Tag. Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr stolz. Das gibt eine Beförderung. Kannst du mir einen Fallschirm geben und mich über der Feuerwehr abwerfen? Dann einmal über der Feuerwehr bitte abwerfen. Jo. Genau Spaß, hier. Ne? Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Pilot. Ah, schön in den Dienst. Ich freue mich. Komme ich auch hinten rum? Wow. Fuck. Irgendwann später. Ah, was machen Sie denn da? Ich baue jetzt eine Wasserversorgung. Nicht du schon wieder. Was haben Sie denn hier gemacht? Ich baue jetzt eine Wasserversorgung, eine lange Wasserversorgung auf. Ach so. Was macht der? Der baut eine Wasserversorgung? Der baut eine lange Wasserversorgung. Das heißt, ich dürfte ja hiermit eigentlich nicht wegfahren, ne? Und wenn ich es doch tue, reißt denn das mit? Ah, der Schlauch, der geht einfach ab. Herr Kollege, steigen Sie mit ein. Steigen Sie dazu. Oha, was ist denn hier los? Was haben wir denn hier bekommen? Was sind das für ein Gerät? Oh, was ist das denn für ein schweres Teil? Servus. Also wir haben Großbahn, ich kann dir schlecht gerade jemanden. Ich glaube, sie sind nicht mehr das Feuer am Löschen. Oh, oh, die Kollegen sind ja alle am Löschen. Da muss ich mithelfen. Oh, oh. Achtung, Feuer, Feuer, Vorsicht, Feuer. Achtung, Feuer, löschen Sie schnell das Feuer. Jonas, ich brauche dich ganz schnell hier, wir haben Feuer hier. Alarm! Alarm! Wie bitte? Was haben Sie hier? Ich habe kein Wort verstanden. Was haben Sie gesagt? Hau den tot mit der roten Liste. Sag mal, geht's euch gut? Ich bin der Zugführer. Ich bin der Zugführer. Sie hauen hier niemanden. Ich bin der Zugführer. Sie hauen mich nicht. Hauen Sie ab. Weg mit Ihnen. Weg mit Ihnen. Der Zugführer wird nicht gehauen. Hauen Sie ab. Mir geht's herrlich. Ich nehme dieses Fahrzeug kurz von Ihnen, ja? Der ist bei uns im Kran drin. Im Panther. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Sei der Kran. Junge, hör halt auf, Digga. Wer bist du denn? Tu doch mal so, als ob du irgendwie cool bist. Sei der Kran. Ich nehme diesen Kran von Ihnen, ja? Junge, er klaut gerade ein Fahrzeug. Er hat jetzt den Panther, fährt jetzt gerade an den Schienen lang. Was machen Sie eigentlich? Warum sind Sie so eine Petze? Steigen Sie aus meinem Kran. Ich bin der Zugführer. Achtung, der Zugführer kommt. Oh, ist ganz schön heiß. Oh wei. Ah, der Kran ist kaputt. Der Kran ist kaputt. Will er mich nass machen? Wollen Sie mich abkühlen? Oder nass spritzen oder was? Oh! Oh! Explosion! Da ist was explodiert! Oh, wow, wow, wow! Ah, hier geht alles in die Luft! Was passiert hier? Hier, der hier macht die Faxen und hier klaut einer ein Auto. Ich hab das Problem geklärt. Diesen Auto klaut er. Hört er zu uns? Jetzt heilt die ganze Zeit alle. Komm schon wieder. Hier. Der trollt die ganze Zeit hier, der Zugführer. Nee, ich bin Pressesprecher. Wie Pressesprecher? Ich bin Pressesprecher. Nein, bist du nicht. Schauen Sie auf meine Weste, ich bin Pressesprecher. Sehen Sie das? Das ist ein geiles Trio. Ich bin der Pressesprecher, ich bin von der Presse. Haben Sie was zu sagen zu diesem Waldbrand? Ein ausgeartetes Buschfeuer ist es. Haben Sie das gelegt? Ja. Haben Sie das gehört? Wir müssen ja irgendwie Einsätze reinbekommen. Da dachte ich mir, lege ich einfach mal ein Buschfeuer. Das machen Feuerwehrmänner tatsächlich öfter, habe ich gehört. Oder wurden die Brände von einem bösen Geist verursacht, ausgesandt von den Flammengöttern, um eine junge Frau zu bestrafen? Fahr die um. Scheiße, die haben Taser. Fahr die um, fahr die um. Und den Server verlassen. Und eine Unerfälligkeit. Nehmen Sie die Hände hoch. Die Hände hoch. Mich hier voll, Mann. Gar keinen Bock mehr auf die Pisse.